So, liebe Freunde der aufsteigenden Mondfeuchtigkeit, wir gehen jetzt rein in das Video und schauen uns heute Twitch Clips Germany an, Folge 137. Rein wird jetzt gehalten. Oh. Also willkommen bei Twitch Clips Germany. Lasst ein Like da. Alles gut? Was war meine erste Und noch Antwort andere ever? Sachen. Wenn ich den jetzt hier halbiere, wenn ich das jetzt hier richtig gesehen habe, dann halbiert er wirklich die Voxel. Okay, warte. Ich muss das auch probieren. Aber mit welcher Seite bin ich besser? Ich krieg das hin. Vielleicht so rum? Nein, okay, vergiss es. Eric, predictive. Out of control jetzt! That every DJ wants to. Ist das InScope? Ist das InScope in... Hat der zugenommen? Ist das InScope? Warte mal. Predictive. Out of. Der ist aber, der hat aber zugenommen, seitdem er ein Kind hat. Control jetzt! That every DJ wants to. Are you fucking ready? Roses are red. Geil. Ist das an die Beste? Wir haben hier einen handelsüblichen Apfel. Was zum Fick hat er damit? LOL! Ihr habt recht. Weil warum ist das nicht ganz im Bild? Hä, wie weird. Warum war das denn so komisch? Alright. Okay, das schneide ich jetzt dann raus. Danke, dass ihr mir das gesagt habt. Okay, das muss ich rausschneiden. Fuck. Wie weird. Manchmal macht mein Ding Sachen, was es nicht machen soll. Macht euer Ding auch manchmal Sachen, die es nicht machen soll? Ich habe mich gerade an meiner eigenen Spucke verschluckt. Ich habe mich an meiner Spucke verschluckt, weil ich gemerkt habe, dass ich mich an meiner Spucke verschlucke. Scheiße. Okay. Und es geht weiter. Es geht weiter. Wie habe ich denn das gemacht? Und ich glaube, nach dem heutigen Was Tag werde ich es mir auch mal zu Hause selbst machen. Oh. Das sehe ich genauso. Oh Gott, glaube ich auch. Du, ey, ich habe immer das Bedürfnis, ich weiß nicht wieso, ne, aber ich habe immer das Bedürfnis, Scotty anlecken zu wollen. Selbst machen. Oh. Das sehe ich genauso. Oh Gott, glaube ich auch. Du, ey, wenn man mit uns gekocht hat, dann ist das. Wenn ich Scotty jemals live treffen werde. Ich kann für nichts garantieren. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, dass man sich zu Hause selber macht. Ja. Hier ein Abzugs. Oh, guck. Das ist die Gefahr. Ich habe gerade überlegt, ob ich hier hingehe, um diesen Springer anzugreifen. Was wäre die Gefahr gewesen? Naja, dass der. Hier. Grundlinienmatt, Leute. Matt. Wäre nicht das erste Mal, dass ich drauf reinfalle. Schachmatt, würde ich sagen. LOL. Aber. Deshalb lieben die sterblichen Tiere und brachten eine Schlange auf der ganzen Welt. LOL, was ist mit unserem Bein? Kratos macht extrem Yoga hier, oder? Und was ist mit dir passiert? Was ist?
Die Ballerina! Franny! Die Franny! Nein, ich hab ein... Franny! 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 Das ist meine echte Freundin! Franny ist meine echte Freundin! Ich bin einfach reingeworfen! Ja, das ist unangenehm. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihr Dinge getan. Jorge, Jorge. Nikak, Schnuck. What? What? Dabei. Ich weiß genau, was passiert. Bitte? Also das Game sah gut aus, aber hat sich so komisch im Herzen angefühlt. Warum ist das Spiel verkehrt? Also sind wir ehrlich. Sind wir alle einfach mal eine Sekunde ehrlich. Es gibt einfach Pokémon, die haben es verdient, dass man ihm eine Shotgun in die Fresse schießt. Ja. Wo ist der Deckel? Deine Flasche. Ich fühle das der so Deckel sehr. Der Deckel ist weg. Ich fühle das so sehr. Ich fühle das so sehr. Der Deckel ist... Ich hatte... unnormal peinlich. Unfassbar peinlich. Kleine Story. Ich auf dem Weg zur Schule... musste immer so eine Dreiviertelstunde mit dem Bus fahren. War am Telefonieren mit meinem besten Freund. René! René, wo ist mein Handy? Fuck, René! Und ich saß halt morgens im Bus, wo halt mehrere Leute sitzen. Ich saß ganz hinten halt und ich so, René, fuck! Fuck, René, mein Handy ist weg! Nee, ich habe mein Handy verloren! Fuck, René! Und René hat halt nichts gesagt, weil er das halt komplett genossen hat. Und ich so, fuck, René, mein Handy ist weg. Fuck, mein Handy ist weg. Und dann irgendwie nach 5 Minuten, ich habe unterm Sitz geschaut, ich habe überall geschaut. Und irgendwann sagt René, Jess, du telefonierst mit mir. Du hast dein Handy an deinem Ohr. Und ich war so, goodbye. Und... und dann gucke ich so hoch und dann saßen da so vereinzelt so 1-2 Leute, die mich dann auch angegrinst haben, die haben das auch komplett genossen. Es war sehr peinlich, ist mir auch nur einmal passiert. Nein, Tomaten mag ich nicht. Nein, Tomaten. Wieso ist das auch spiegelverkehrt? Meine Devise ist, Tomaten gehören in den Garten. Gehören in den Garten. Call me, Weißvorhersagerin, nee, wie heißen die? Weisungssagerin, Vereisungs, Wahrsager heißen die, Weissager, ach Weissager oder Wahrsager, ja, call me Wahrsagerin. Ich kenne das Video nicht. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Tomaten kommen mir nicht auf den TI-Tomaten. Schau, hey, Tomaten sind immer, geil. Die Leute sagen immer, aber magst du Ketchup? Ich mag auch Kuchen, aber Mehl esse ich so auch nicht. Okay, true. Okay. Verarbeitete Tomaten. Ich mag Tomaten im Ofen nicht. Meine Oma, wenn wir bei der bei waren, boah, das war gerade Double Time. Meine Oma, wenn wir bei der Weihnacht waren, dann hat die immer so einen, wie nennt man das, was man im Ofen tut? So eine Auflaufform. Aber so eine große, so eine tiefe Auflaufform. Und dann war da immer so Rosmarin und Tomatoes und so ganze Tomatoes waren da drin. Aber so heiße Tomaten an einem Stück. Heiße, unverarbeitete Tomaten sind so. Weil heiße Tomaten schmecken anders wie Tomatensauce oder wie kalte Tomaten. Die geben einem so viel zurück. Ah ja? Was? Nochmal, ich hab's nicht mitbekommen. Wer gibt was zurück? Kinder geben einem so viel zurück. Nein. Ah ja? Okay, ich warte drauf. Windeln, nein, vollgeschissene war. Windeln geben sie einem zurück. Alles gut. Ich hab nur gesagt, ich fühle mich alt. Ja, Kajajana hat ein Kind? Ich wusste gar nicht, dass der geworfen hat. Also, nicht er.
sondern seine Frau. Ich bin aber auch später Vater geworden. Vielleicht ein bisschen früher loslegen soll. Ja. Aber ich musste warten, bis meine Frau volljährig... So! Oh mein Gott. Oh, ich habe einen Feuerpfeil. Oh, lass uns was anzünden. Auf diesen Baum. Das Let's wird go. Nicht funktionieren. Let's go. Oh, lol. Oh, ich brenne. Oh, ich bin tot. Oh, lol. Oh, nein. Ich glaube, das habe ich verdient. Sie hat mich nie gefunden. Wäre sie nicht gewesen. Sie hat mich verraten. Aber man könnte auch meinen, dass es so sein soll. Was war das denn für eine Überreaktion? What the fuck? So ein bisschen wie in Prince of Persia und genauso wie in Prince of Persia oder anderen Spielen von dieser Art, Another World oder so, kann man halt sehr leicht sterben. Ah! So eine Scheiße direkt am Anfang. Ein Swinger-Angriff. Ein Schwinger, nicht ein Zwinger. Ein Zwinger-Angriff wäre auch sehr witzig. Sie sieht aus wie die 0815 Lehrerin, die so, die unterrichtet aber, Moment, ich muss das nochmal kurz fühlen. Ach, aber wie allein schon, wie sie redet. So eine Scheiße, direkt am Anfang. Ein Swinger-Angriff. Ein Schwinger, nicht ein Zwinger. Ein Zwinger-Angriff wäre auch sehr witzig. Ein Zwinger-Angriff wäre auch sehr witzig. Das ist so dieser Lehrer-Humor. Aber die ist so... Lehrerin der 8. Klasse und unterrichtet aber so Biologie und Deutsch. Cringe, wer sich bei solchen Spielen erschreckt. Ach, Rory. Als Spooky und Puschel liegen hatten, hier genau da saßen die, wo die sich das erste... Warte, ist das eine echte Katze im Hintergrund? Also das da? Als Spooky und Puschel liegen hatten. Hier genau da saßen die, wo die sich das erste... Das war dein Links, egal. Wow! Was war da? Hä, bin ich... Hallo. Hallo, Tina. Oh, ist drin. Ein Teig aus Rollroller! Ich brauche einen. Mir ist aufgefallen, oh, ist drin. Schon öfters, auch als ich Kekse gebacken habe, ich habe keinen Teigausrollroller. Oder wie heißen die? Teigausrollroller. Die heißen auch die Teigen, die Ausrollung. Nee, die ausrollen den Teig. Nee, Teigausrollungroller. Teigausrollroller heißen die. Weil die rollen ja den Teig aus, oder? Heißen die nicht Teigausroller? Teigausrollroller? Nudelholz! Warum denn Nudelholz? Das macht ja gar keinen Sinn. Was hat das denn mit Nudeln zu tun? Was hat das denn mit Nudeln zu tun? Ich habe das noch nie für Nudeln verwendet. Das ist ein Teigausrollroller! Und kein Nudelholz. Das ist Holz. Okay, ja, Holz, okay. Teigholz, Teig aus Rollholz, könnte ich noch verstehen. Teig aus Rollholz. Das klingt so gut. Aber Nudelholz? Soll das eine Nudel aus Holz darstellen? Warum Nudelholz? Weil Nudelteig damit ausgerollt werden muss. Hä? Habe ich meine Spätzle ausgerollt? Nee. Oder?
weiß ich gar nicht, ob ich Spätzle damals ausgerollt habe, bevor ich sie geschabt habe. Aber ohne Witz, die Dinger sind besser wie ein Hammer. Was denn? Oh. Zum Durchholen. Eins. So. Ja genau, Spätzle werden geschabt. Aber dafür brauchst du ja kein Nudelholz dann. Vorher, oder? Nee, nee. Brauchst kein Nudelholz für Spätzle machen. Gott, ist das bescheuert! Gott, ist das bescheuert! Du meinst den Film, dachte ich. Wie nicht bewusst. Der ist nicht mein, mein Genre irgendwie, keine Ahnung. Ist nicht, hast du gepennt? Nee, ich hab gewichst nebenbei. Dann lasse ich hier mal Kinderserien laufen. Warte, um was ging es denn? Was Gott, ist das bescheuert! Du meinst den Film, dachte ich. Wie nicht bewusst. Der ist nicht mein, Genre irgendwie, keine Ahnung. Ist nicht, hast du gepennt? Nee, ich hab gewichst nebenbei. Dann lasse ich hier mal Kinderserien laufen, dass ich unschuldig wirke. Nee, ich hab. Das ist nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Hä? Hä? Ist er das in echt? Oh, man sieht ihn gar nicht. Er? Also er da? Also der da? Der Typ? Ist der echt? Der ist ja voll hot. Hä? Der ist ja voll hot. Ja? Hä? Wer ist er denn? Er ist ja voll hot. Hä? Wer ist er denn? Warte, 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 ich muss das nochmal. Ich muss, warte, das ist Ding nicht, muss unten weggehen. Nee, ich hab gewichst nebenbei. Dann lasse ich hier mal Kinderserien laufen, dass ich unschuldig wirke. Instant verliebt. Nee, ich hab, das ist nicht mein Ding, ehrlich gesagt. Mit seinem Hund und seinem. Oh, er ist ja voll hot. Wie heißt er? Okay. Verliebt. Ich bin verliebt. Okay, ich bin verliebt. I'm done. Hat der eine Freundin? Weiß das jemand, ob der Single ist? Kurze Frage. Ich frage aber wirklich nur für einen Freund. Hat der eine Freundin? Ich habe bestimmt eine Freundin. Lass mich raten, er ist ja voll hot. Ja! Hä? Wer ist das? Ich hab den noch nie gesehen. Man muss dann immer so gleich wie ein Gruppedes denken. Was ist denn die Verniedlichung von Zacken? Rutschen? Dankeschön. Er ist schwul. Bitte? Nein. Nani? Nein. Bitte? Das könnt ihr nicht sagen. Das könnt ihr nicht sagen. Oh, der sieht gar nicht so hot aus. Der sieht nur von der Seite so hot aus. Okay, das ist okay, wenn er dann auf der anderen Seite ist. Wie bitte? Ich muss immer an die Verniedlichung von Zacken denken. Es tut mir leid. Oh, es tut mir leid. Oh mein Gott. Wem hast du deine Zigarette? Rauchen ist gefährlich. Bitte weinen, ja? Ich muss das nochmal kurz weiter ausführen. Das ist genauso schlimm, wenn du auf Dating-Apps unterwegs bist, ja? Und Typen haben ein einziges Bild von sich drin. Ein einzelnes Bild haben die von sich drin in dieser Dating-App. Und auf diesem einen Bild sehen sie halt echt gut aus. Und dann fragst du nach, hey, hast du irgendwie noch andere Bilder von dir oder hast du Instagram? Und dann sagen sie dir, ja, hier, geben die dein Instagram oder schicken dir irgendwelche anderen Bilder noch zu. Und dann denkst du dir nur so, oh. Was machst du jetzt? Ghostest du denjenigen? Oder sagst du ihm, dass er hässlich aussieht für dich? Oder dass du ihn persönlich nicht attraktiv findest?
Kennt ihr das? Oh, das ist immer sehr belastend. Erzählen, ich habe die Männergrippe. Oh, Männergrippe ist belastend, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, es ist wirklich sehr gefährlich. Ich würde sagen, mein Loch ist ausgeleiert. Die Buchse. Oh Gott. Habt ihr oft Bildruckler? Oft Bildprobleme? Oder läuft alles? Bisher bin ich im grünen Bereich. Ich glaube, ihr könnt heute Horizons zocken. Oh nein. Ist okay. Der sieht hier wirklich aus wie so eine Frau. Er sieht aus wie so eine Lara. Er ist so eine... Oder so eine... Doch, so eine Lara. Ich werde nachher noch Clips anmachen und zusammenschneiden. Er sieht ja wirklich aus wie eine Frau. Oder warte mal, ich hoffe, ich habe nichts falsch gemacht. Vielleicht ist der auch eine Frau. Ich bin jetzt aber nicht in irgendein Fettnäpfchen getreten, oder? Ich werde nachher noch Clips anmachen und zusammenschneiden. Macht oder es. Franziska. Franziska fühle ich auch sehr. Höllischer Nehmen. Wofür? Mit den. Achso, Feuerlöschen. Was machen wir mit dem Feuerlöscher? Automatisch wieder Free Ticket oder da. Auch spiegelverkehrt. Warum denn? Ich habe mich nicht nur verprügelt. Gegen mich. Aber alle verprügeln dich. Nein, ich meine, weil das ist doch das Spiel. Der kommt aus der Ecke. Nein, das ist doch ein Prügelspiel, meine ich. Wenn wir die Pussy streicheln? Geh weg da. Oh, wie gut. Wow. Da kann ich eine Geduld für. Okay. Daraus mal. Ihr wolltet einen Emote machen. Das fühlt sich so falsch genau, an. Steckt sie sich dann ich mach noch zwei rein. Die fallen einfach immer wieder raus. Meine Nasenlöcher sind zu dick. Ich brauch die großen Smarties. Smarties. Passen, glaube ich, noch mehr rein, das Leute. Das ist einfach nur widerlich. Das ist einfach nur ekelhaft. Können wir bitte skippen? Boah, das ist ekelhaft. Bah, warum sind manche Menschen so widerlich? Da schaudert's mich, wirklich. Oh, die Mann hier. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Noch schön die Kamera halten, ja, voll widerlich. Ich kann euch nicht helfen. Also ich finde ja generell, also mein widerlich finden, also das, meine Toleranz, um etwas widerlich zu finden, ist sehr hoch. Allein dadurch, dass ich als Krankenschwester sehr viele, sehr eklige Dinge sehe, die mich sehr abgehärtet haben. Aber alles, was irgendwie mit Rotze, Spucke, Sputum, Schnodder zu tun hat, ich bin raus. I'm out. Gib mir jemanden, der das ganze Zimmer vollgeschissen hat mit Clostridien, ist mir scheißegal. Jemand, der nekrotisches Gewebe hat, sodass man, dass da alles ist, I take it. Aber bitte, bitte lass mich nicht dem Patienten die Zähne putzen, sodass er dann dieses ekelhafte Zahnpasta Gesöff Schnodder Scheiß in die Nierenschale spuckt und hier bitte und du denkst danke schön so gehe ich dann immer ins Badezimmer, finde ich ganz ganz schlimm, oder Patienten absaugen oder wenn die ihr Gebiss rausnehmen abends und das so das ist mein Kryptonit. Alles, was hier rauskommt, I can't deal with it. Ich bin raus. Wer hat Unterwäsche auf dem Esstisch? This bitch right here. Warte, Unterwäsche. Auf dem Esstisch? Unterwäsche auf dem Esstisch. Unterwäsche? Habe ich Unterwäsche auf dem Esstisch? Nein, natürlich nicht, weil das gehört da nicht hin. Wer hat Unterwäsche auf dem Esstisch? This bitch right here. Why? Deswegen zeige ich euch auch nicht, wie es bei mir zu Hause aussieht. Aber warum? Ja. Auf meinem Esstisch liegt ein BH.
hier ist ein BH, warum auch immer. Verstehe ich nicht, warum? Terroristisch? 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 Sag mal. Terroristisch? Hä? Terroristisch? Hä? Das heißt doch so. Pat. Terroristisch? Hä? Du schaffst das. Was ist denn jetzt los? Wie gut ist das denn? Er wollte mehr. Sie wollte eigentlich gar nicht. Sie wollte nur befreundet bleiben. Aber er wollte mehr. Und dann hat er die, die Chance ausgenutzt. Und einfach mal reingehalten. Oh. Oh nein! Scheiße, jetzt hab ich. Nein! Das wird ja jetzt richtig bescheuert. Nein! Oh Mann! Jetzt bin ich überfordert. Ich auch, ja. Nein! Ich auch. Toll, jetzt verdecke ich beide. Ja. Ja, Lost, der Name ist Programm, ne? Ah, Verbindung unterbrochen, was ist denn da los? Ja, Lost. Ich aus vorne. Ist das Teig? Oh, ich hätte so Bock auf. Nee, das ist. Wie nennt man das nochmal? Quaddeln? Nee. Mein Hirn funktioniert nicht. Quaddeln ist was anderes. Ich komm drauf. Chat. Was ist das nochmal? Ton. Ich hatte ganz viele andere Wörter im Kopf, nur nicht Ton. Was macht sie da? Nein. Was müssen wir machen? Uns um Audioprobleme kümmern. Weil Monsieur Windows sich gedacht hat, oh, nach dem Update möchte die großartige Frau Peruna bestimmt alles mal wieder neu einrichten, was so an Sound da ist. Das wär's doch. Mensch, endlich mal wieder an die Audioeinstellungen gehen. So, das wirklich, also ich bin wirklich froh. Dankeschön, Mr. Gates. Aber guck mal, Strese. Sie macht das schlaue, ne? Sie macht hier Clips, ne? Für erfolgreiche, großartige Streamer wie uns. Und, wer lacht denn da? Wer lacht da? Wer hat da jetzt gelacht? Wo wir gerade bei Wörtern waren, die man falsch lesen kann. Ich habe mich gerade gewundert, was ein E-Robert ist. E-Robert? Hä, ein elektrischer Robert? E-Robert. LOL! Warte, was steht denn da? Robert ist. E-Robert? Was ist denn E-Robert dann sonst? E-Robert? Hä? E-Robert. E-Robert. Heißt der E-Robert? Ich dachte, das wäre auf Englisch. Auf Englisch habe ich gedacht. Deswegen habe ich gedacht, das wäre kein deutsches Wort, weil ich dachte, das wäre Englisch. Achso, da drunter steht auch Stützpunkt. Ups. Ich dachte, was ist das denn sonst für ein englisches Wort? Erobert. Oh. Hä, ein elektrischer Robert? Ich dachte, es wäre auf Englisch. Meinst du, das ist doch Six Siege, oder nicht? Nee. Was ist das denn? Das ist nicht Six Siege. Ich dachte, das wäre halt das auf Englisch. Hä, ein elektrischer Robert? Ihr habt das nicht gelesen vorher. LOL! Hat er was gefangen? Ich hab hingeguckt. Ich kann es nur immer wieder sagen. Diese VTuber sind mir ein suspektes Volk.
Ich finde die sehr suspekt. Bei VTubern, no front, ich habe immer das Gefühl, da sitzen dicke alte Männer vorm PC. Die sind mir einfach ein bisschen suspekt, dass die sich nicht zeigen, sondern dass die halt immer und du siehst die Mimik und die haben immer drei Gesichtsausdrücke: traurig, lachen und den da. Und ich denke immer so, die sind sass. Die sind sass. Auch mit ihren dicken Möpen. Oh, ihr seht die gar nicht, ne? Moment. Hier, mit ihren dicken Möpen. Und die wackeln auch immer. Die sind immer am Wackeln. Die sind mir einfach sass. Die sind mir suspekt, die Leute. Die sind sehr dubios auch. Ich habe das Gefühl, da sitzt zu 99% ein alter, dicker, gruseliger Mann hinter dem. Mit Stimmverzerrer. Oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, also, wieso sollte man sich denn sonst nicht zeigen wollen? Wenn man eh schon in der Öffentlichkeit steht. Oder stehen möchte oder Videos machen möchte. I don't fucking know. Vielleicht verstehe ich das auch nicht. Und vielleicht komme ich jetzt auch als total intolerant rüber. Aber ist nur meine Meinung. Ich finde die sehr suspekt. Es ist mir sehr dubios hier mit denen. Warum hat sie einen Toast im Mund? Das ist halt Kacke, schreibt er. Er schreibt, ich bin Loser. Und das sagt Steppenwolf. Ich meine, jeder kennt Steppenwolf, Leute. Jeder. Wenn der das sagt, dann stimmt das auch. Dann nehme ich die eine Socke. Und dann wird die halt auf links gedreht, also falsch rum. Und diese Socke kommt andersrum, nicht nach links gedreht, da drauf, sodass das so aussieht. Dann mache ich so. Und nun nehme ich diese Öffnung von der nach links gedrehten Socke und mache so. Und damit... Und wenn ich jetzt eine Socke will, weil automatisch beide... auf richtig rumgedreht sind, kann ich einfach rausziehen und habe zwei auf richtig rumgedrehte Socken. Denn hier drauf stehen. Fuck. Er hat da voll die Physik entwickelt. Seine Sockenphysik. Fuck, seriously? What? Wisst ihr, wie ich meine Socken zusammenlege? Gar nicht. Ich lege meine Socken nicht zusammen. Die sind alle einzeln im Schrank und ich nehme mir halt zwei schwarze Socken raus. Fertig. Oder zwei weiße Socken raus. Fertig. Wer legt denn seine Socken zusammen? Hier ein Kabel. Und das ist so leicht. Es ist so unfassbar leicht. Ach so, wegen dem Typ davor. Der Künsch wird unerträglich. Can I get a high, ja? Der Arme. Hat nicht geklappt. Der Arme, wie unangenehm. War doch eindeutig nach links. Ich krieg den nicht hoch! Ich hätte Euer gerufen. Safe. Nun, warum wird jetzt Toro zitiert? Wow! Ich hört die ganze Zeit an. Ich war und da zieht durch. Wir sehen uns heute Abend wieder. Da starten wir dann mit Horizon Zero Dawn. Ich freue mich. Sie hat sich vor ihrer eigenen fucking Katze erschreckt. Die Arme! Oh, na, ob das gut geht? Ah, oh. Oh, shit. Machen wir einfach hier fest, würde ich sagen, ne? Mhm. Oh.
Brücke ist unsichtbar. Einfach weiterlaufen. Du bist so ein Arsch. Jojo. Niemals auf den Chat hören. Er ist nicht schuld. Oh, wir glauben ihm das auch. Glaub. Was machst du? Hast du dich bekleckert? Ich wollte doch so einen Kaugenbonbon-Kram essen. Das ist mir aus dem Mund geflutscht, direkt in meine Tasse. Ich spiele jetzt Light. Wer spielt noch Light? Ich spiele Light. Oh nein. Light Waffe, aber. Hä? Was war das? Wie könnte das passieren? Und er auch. Haben die keine Augen im Kopf? Während seines Lebens ejakuliert ein Mann im Durchschnitt 7200 Mal. Das ist für mich einfach eine gute Woche. Ich konzentriere mich mal eben, okay? Deswegen spiele ich keine Jump'n'Runs. Guck mal, meine Lanze, ist sie nicht richtig? Ja. Könnte größer sein. Ich habe sie nicht gehört akustisch. Weißt du, dass deine Augen unter diesem richtig? Ja. Guck mal, meine Lanze, ist sie nicht richtig? Ja. Richtig. Könnte größer sein. Habe ich gehört. Weißt du, dass deine Augen unter diesem Kapuzenmantel nicht wirklich zur Rettung kommen? Du solltest eine andere Farbe überlegen. Wie wäre es zum Beispiel mit grün, lila, rosa, pink, aber doch nicht schwarz? Hast du gerade versucht, mir ein Kompliment zu machen? Nein, ich bin Boah! Denn? Montes Wein! Voll nett! Lieber Monte! Hä, den kennt man doch, oder? Den kennt man doch. Wer ist das nochmal? Den kenne ich. Das ist doch der aus Lazy Town! Das ist doch der Typ aus Lazy Town! Das ist doch der Typ aus Lazy Town! Das ist doch der Typ aus Lazy Town! Warte! Das ist doch er! Lazy Town! Ja, das ist er! Das ist der Typ! Das ist der Typ! Das ist doch der Typ aus Lazy Town! Kamera, komm! Das ist er! Vielen Dank, ich find's voll gut, dass du deinen eigenen Rotwein machst, weil ich liebe Rotwein. Und auf deinen Nacken, Digga! Das glaube ich gerade nicht. Alter, wie passt das bitte? Eine Zunge mit hohem Drehmoment. Oh mein Gott. Ich habe gerade... Oh, das sieht aus wie Deponia. Oh. Das sieht aus wie Deponia, aber es ist kein Deponia. Leisure Suit Larry. Mein Gott. Sowas brauche ich. Was ist das denn? Sowas brauche ich. Schaut euch mal diese Länge an. Ich weiß gar nicht, wo ich den hinstecken soll. Ein sehr langer Pinsel, ja. Ich habe sogar noch einen längeren Pinsel. Oh mein Gott, unter deinem Kleid. Das sind nicht die Eier, die man als Weibchen austrägt. Du hast mich verarscht. Was für eine... Warte. Okay, das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir dann... Ich komme hier nicht mehr in die Couch wieder hoch! Hilfe! Mach schon! Körper! Funktioniere! Mein Körper ist so nutzlos! Diese Frau macht mich fertig. Diese Frau, die hat absolut keine Scham und keine Hemmungen.
Das existiert in ihrer Welt, existieren diese zwei Worte nicht. Ich muss nicht mehr die Couch wieder hoch! Hilfe! Oh, ich fühle das aber. So ein bisschen. Ah! Mach schon! Körper! Funktioniere! Ah! Nein. Mein Körper ist so nutzlos! Ich bin auch selber schuld. Ich bin auch selber schuld. Was beschwere ich mich eigentlich? Ich möchte ihr helfen, eigentlich? Einen Purzelbaum zu machen. Das ist halt mein Vokabular. Vokabular. Heiland sagt. Da will ich einmal auf schlau machen nach der Sache mit der Giss mich nicht an. Geht in der Clipmütz da, Citizen? Citizen. Star Citizen? Was? Kikitisen? Was ist das? Was ist das? Okay, wir gehen rein. Oder raus. Wow, voll ins Arschloch! Ins Arschloch. Bitte reicht bei Twitch Clips Germany nicht nur die ganzen perversen Clips ein. Ich will nicht, dass es am Schluss heißt, oh, ne, da kennt ihr Frau Dr. Sommer von Twitch, die Pixelprinzessin, die erzählt auch immer nur übers Lecken und übers Vögeln und über Pornos und über Sex. Die hat den Durchblick. Also ich wollte eigentlich mir eine andere Expertise aufbauen, irgendwann in meinem Leben. Was ist denn los? Wieso geht man denn da live? Was mit dem Hund geht man da live? Bock und ich bin motiviert. Ich habe gute Laune. Ich habe gerade einen alten Mann verprügelt. Bin da. Entschuldigung. Alte Männer verprügeln immer mich. Aber ich würde alte Männer nie verprügeln. Ich bin immer so kurz davor. Aber alte Männer verprügeln eher mich. Ah, nicht gute Laune aufkommt. Leider. Schreibt in die Kommentare, wie euer Essen geworden ist. Ich habe auch einen Ticken. Also, alte Männer, die bei mir auf Station liegen und sehr delirant sind und mich kratzen und anspucken und um sich schlagen und die dann sediert werden müssen. Ja, ich wurde schon sehr oft geschlagen von meinen Patienten. Woran das bloß liegt. Soße gemacht. Soße! Soße, Entschuldigung. Wir haben jetzt halt durch. Das ist doch schon wieder Sass. Ich werde mal ganz schnell den Burger essen. Also, ja. Also kurz einen Augenblick, ja. Bin okay. Gleich wieder da. Okay, tschüss. Hä? Was? So, bin wieder da. Nein, ich hätte auch gerne eine kleine Schwester. Oh. Den Rest hat er weggelegt. Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch gerne einen, dann ist mir aufgefallen, ich habe zwei. Lul. Bin ein Einzelkind. Ja, ich auch. nein, ich doch nicht. Also ich eigentlich. Mann! Was? Ja, sie geht. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Twitch Clips, eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es um 360 Gramm Unterhaltung geht. Rein in den Aal. Lilly, go for it! Lilly, yes! Lilly, ja! Lilly, oh ja! Lilly, bester Disfront, den ich bisher gesehen habe. Geil! Lilly, geil! Oh, Lilly, geil! Ja, du hast also es jetzt ich mal eigentlich richtig Mann. Zurückgegeben. Lilly, ja! Oh, ja, fühle ich sehr. Ja, sie geht. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Twitch Clips, eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es um 360 Gramm Unterhaltung geht. Rein in den Arm. Lilly, sehr gut. Lilly, sehr gut. Lilly, sehr gut.
Lili, sehr gut. Oh, das fühlt sich so gut an, das zu sehen. Oh. Ich habe das mitbekommen, dass die gesagt haben, das wäre fake. Und die haben ja auch schon ein paar andere Sachen gegenüber Lili schon gebracht. Irgendwie, dass Lili irgendwie ein kleines Mädchen wäre. Oder Le Floyd hat irgendwie mal gesagt, Lili wäre oder redet wie ein kleines Mädchen und irgendwie sowas. Und dann dachte ich auch schon, muss das? Und dann habe ich das mitbekommen, dass sie meinten, I call fake. Oh, deswegen fühlt es sich so gut an, dass Lili ist den jetzt richtig... Schön sieht er aus. Ja. Was? Schon mal gut. Was ist das? Er sieht aus wie Shireen David. Nur ohne Haare. Pose? Und warum sitzt Olli über Kreuz mit seinen Beinen? Olli. Hot. I call läuft hot. Sehr sicher. Sehr sicherer Walk. Willkommen hier auf Flipfloyd, eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es ums Verkehrswesen geht. Und wir schauen. Hast du dir ins Auge gestochen? I call fake. Habe ich noch einen zweiten, um den Kai geil, wieder frei. Geil, da ist ja noch mehr. Lili hat ja richtig abgeräumt. Geht und wir schauen. Die Woche scheinbar. Lili hat ja ordentlich generiert. Hast du dir ins Auge gestochen? Warte, absoluten warte. Lieblingskanal, wenn es ums Verkehrswesen geht. Und wir schauen. Hast du dir ins Auge gestochen? I call fake. I call fake. Habe ich noch einen zweiten, um den Kai wieder freischlagen. Warte, aber das ist jetzt nicht Flo, oder? Das sieht aus wie Flo. Das ist aber auch noch Lili, gell? Ja, doch, steht Lili oben dann. Hä? Simon hat Lili Tattoos. Hat nicht nur Le Floyd Tattoos? Lili hat Tattoos. Ich habe Lili noch nie mit Tattoos gesehen. Hat sie Arme im Stream? Hat Lili in ihren Streams Arme? Ich weiß es nicht. Hä? Ich habe Lili noch nie mit Armen, glaube ich, gesehen. Lili, ich glaube, ich habe dich noch nie mit Armen gesehen. Lili, hä? Ich bin richtig verwirrt. Ich muss gleich nochmal reinschauen, ob Lili wirklich Arme hat. Also, tätowierte Arme hat. Ich hab sie noch nie mit Armen gesehen. Fragen zu können? Tattoo-Ärmel, kann ich aber schon vergessen, weil der wirklich? Ist ja gammelig. Das sind Stulpen. Ach, Lili hat Tattoo-Arme an. Okay. Keine Ahnung. Fährste, ach, scheiß drauf, Digga. Okay. Hier irgendwie, keine Ahnung. Fährste, ach, scheiß drauf, Digga. Alter, was geht ab? Ich glaube, ein Glück nach dem anderen. Was? Was? Stimmt. Hat Le Floyd nicht irgendwie. Haben die nicht irgendwie diese einen Streamerin, die diese riesigen. Prallen. Wohlgeformten. Zur Schau stehenden. Hupen? Haben die der nicht irgendwie übel viel Geld gespendet, damit die diese Tittengemeinschaft haben? Hat sie das jetzt gerade damit nachgemacht? Ja, okay. Was? Was? Für günstige 7200. Abonnier Twitch Clips Germany! Jetzt! Es gibt keinen Clip, glaube ich, wo sie nicht drin schreit. Ich glaube, es existieren keine Clips, wo sie nicht schreit. Ja.
Mann, Mann. Daumen nach unten. Habe ich den abonniert? Ja, lol, das sehe ich ja jetzt erst. Wenn der Streamer die Cam oben links hat, dann wurde der Clip gespiegelt. Da können Reactor ihre Cam nun hinpacken und brauchen so keine Befürchtung zu haben, etwas zu verdecken. Nee, es tut mir leid, Clippy. Meine Kamera bleibt unten rechts. Da bin ich sehr, sehr autistisch veranlagt. Meine Kamera kommt nicht oben links in die Ecke. Nope. Nope. So,